Hallo, ich bin Robert, Leiter des Globetrotter Kinderlands Berlin. Zusammen mit meiner kleinen Familie entdecke ich die Welt zu Fuß. Und damit auch alle entspannt ans Ziel kommen, zeige ich euch nun ein paar meiner Lieblingsprodukte. Sehr wichtig ist bequeme und atmungsaktive Kleidung. Bei Ausflügen mit kleinen Kindern eine Kindertrage. Sowie der dazugehörige Wetterschutz. Eingepackter Kinderrucksack. Eine Becherlupe. Als Geheimwaffe ein Kindermesser für die Brotzeit oder zum Schnitzen, ein Sonnen- und Windschutz und ein paar Wanderstöcke. Und damit ihr auch wirklich die richtigen Sachen dabei habt, stelle ich euch nun ein paar der eben genannten Produkte genauer vor. Die Kindertrage ist bis zu einem Gesamtgewicht von 22 Kilo zugelassen. Sie verfügt über einige Taschen und Befestigungsmöglichkeiten für alles Notwendige. Besonders wichtig ist auch, dass der Träger die Kraxe samt Kind bequem tragen kann. Hierzu kann man durch ein paar einfache Handgriffe das Tragesystem auf den Träger anpassen. Zusätzlich zu der Kindertrage gibt es ein Sonnendach. Es bietet Flexibilität und ist schnell montiert, indem man die zwei Leisten in die dafür vorgesehenen Einschübe steckt und vorne beide Haken schließt. Im Reißverschluss befindet sich ein Überzug, der das Sonnendach in ein Regendach umfunktioniert. Mit der Becherlupe habt ihr immer euer kleines Mini-Terrarium zum Fangen, Aufbewahren und gleichzeitigen Beobachten kleiner Lebewesen dabei. Mit der integrierten Vierfachlupe werden aus Stubenfliegen und Ameisen plötzlich riesige Minimonster. Für die Kleinen ist es ganz besonders toll, wenn sie das Gefühl haben, eigenständig und selbstverantwortlich unterwegs zu sein. Und hierfür packen wir einen kleinen Kinderrucksack. Und in diesen kommen all diese nützlichen Dinge hinein. Die Regenbekleidung, eine Sonnencreme, eine Trinkflasche, der Sonnenhut und zum Schluss der beste Freund, das Kuscheltier. Und damit die Kleinen unterwegs bei Laune bleiben, empfehle ich euch ein Kindermesser. Zum Schnitzen von Wanderstöcken oder für die Brotzeit. Für die Kids ein echtes Highlight. Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Lust bekommen, mit euren Kleinen die Welt zu erobern. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Ausflügen und sage auf bald. Euer Robert.